Wollen wir mal sagen, wie der junge Mann heißt. Sein Name ist Almir Mustafic und er hat heute früh um 5.30 Uhr begonnen, also ein Künstler, der 5.30 Uhr beginnt. Das ist sozusagen, das finden wir prinzipiell schon mal gut, sozusagen, dass er gleich im Zeitpunkt arbeitet, wie wir nämlich auch. Und er hat uns versprochen, bis 9 Uhr wird das Bild fertig sein. Wir sind beeindruckt und vor allem dieser Fingerfertigkeit, wie er da so unheimlich schnell klebt. Und man sieht das ziemlich gut. Das erinnert so ein bisschen an so Computergrafiken oder so, würde ich sagen. Mhm, das stimmt. Man kann schon ein bisschen erkennen, was es wird, Cerno, ne? Guck. Ja, ich meine, ich weiß es ja, aber das, was es werden soll. Aber wollen wir es schon verraten oder nicht? Nein, okay. Okay. Ein großer Künstler jedenfalls. Das ist der kleine Cliffhanger für nachher. Genau. So, aber jetzt ist erstmal, so viel können wir vielleicht verraten. Mitri Sirin ist es nicht. Willkommen zu einer neuen kreativen Art, sich auszudrücken, und zwar mittels Klebeband und einem Ausdrucksform, und zwar Tape Art nennt sie sich, also eine Straßenkunst, die sozusagen Furore gemacht hat. Und den ganzen Morgen haben wir schon einen jungen Mann hier, einen Künstler, dessen Name ist Almir Muljovic und Mustafic, und der versucht hier zu kleben ein Bild von dem guten Michael Jackson. Seit 6 Uhr ist er dabei, wir sind kurz vor 9. Darf ich Sie kurz stören? Ja, klar. Es ist fast fertig, gell? Das ist fast fertig, ja. Aber bevor es fertig wird, kurz erklären, Tape Art, was ist das, wie macht man das? Also man braucht Klebeband und Fantasie, mehr ist da nicht. Wir wollen noch mal kurz zeigen, was seit heute früh passiert ist, seitdem der Almir heute früh um 5.30 Uhr hier aufschlug und dann angefangen hat zu zeichnen. Jetzt können Sie es sehen im Zeitraffer, sagen, erstes, was Sie jetzt sehen, ist in 3,5 Stunden passiert. Erst wurde gezeichnet, dann wurde geklebt, mit einem unglaublich flinken Finger wurde aus der schwarzen Wand und viel, viel weißem Klebematerial ein Michael Jackson. Jetzt sehen Sie die finalen Klebe Aktionen des Künstlers. Jetzt ist sozusagen Michael Jackson hier bei uns im ZDF Morgenmagazin fast wieder auferstanden. Er sozusagen sieht gut aus. Was wird eigentlich jetzt aus dem Kunstwerk? Almir, was wird denn daraus? Was ist sowas eigentlich wert? Ich meine, wir wissen alle, was ein Picasso wert ist. Was ist ein Almir, was ist ein Michael Jackson von Almir wert? Wurde ich gerade eben gefragt im Publikum. Teils gibt es auf Anfrage. Haben Sie auch schon mal Häuserwände beklebt oder Bahnzüge? Ich habe Clubs beklebt, wo dann der Club weggerissen wurde und das Haus war dann plötzlich nicht mehr, also die Wand war nicht mehr drin, sondern draußen. Oh, und, echt? Ja, und das hielt auch 2 Jahre lang draußen. Okay, Patricia? Almir Mustafic. Also Bilder in Serie, es gibt dann viele bald und vielleicht eine Ausstellung, wer weiß. Mhm. Almir, der neue Kunstform, Taped Art. Tja, und frag ihn doch nachher mal, ob der Tape Art Künstler auch Nofretete kann.